Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Science-Fiction-Spiele-Freunde. Heute am Mikrofon Ray Pinscher aus dem Elite Dangerous Odyssey-Universum. Dort habe ich schon etliche Weltraumabenteuer hinter mich gebracht, bin auch noch lange nicht fertig. Insoweit gleich mal Entwarnung für meine Elite-Freunde. Es wird auch dort natürlich weitere Videos im Stile von Ray Pinschers Weltraumabenteuer geben, ganz klar. Aber ich bin natürlich auch immer interessiert an guten, alten und gewisserweise für mich dann wieder neuen Rundenstrategiespielen. Ein weiteres Genre, was mich unwahrscheinlich lange schon fasziniert und ich auch etliche Spiele dort schon gesuchtet habe. Eins dieser Reihen möchte ich euch in meinem aktuellen Let's Play gerne mal vorstellen oder nochmal wieder neu ins Gedächtnis rufen. Denjenigen jedenfalls unter euch, die dieses Spiel auch schon kennen, eventuell schon gespielt haben. Ich kann euch nur eins sagen, es lohnt sich immer noch, obwohl es schon etliche Jahre auf dem Buckel hat. Und im Hintergrund seht ihr gerade ein kleiner Tipp, der keine Ahnung, wie lange gültig sein wird. Aktuell jedenfalls ist es so, wo ihr die gesamte XCOM Ultimate Collection mit allen Dingen, die rausgekommen sind, seit es auf dem Markt ist, und das gibt es in der Erstfassung als XCOM Enemy Unknown schon bereits seit dem Jahre 2012. Ja, aber es hat nichts, aber auch gar nichts an seiner Faszination verloren. Und ich finde, es lässt sich speziell auch für meine Elite Dangerous Odyssey Freunde hervorragend in das dortige Szenario mit einbauen. Mit ein bisschen Fantasie im Kopf, so wie ich es versucht habe und mich hierhin per Zeitsprung transportiert habe, ist das eine wirklich interessante Alternative, sich auch mal außerhalb des reinen Elite-Universums mit ein bisschen netter Unterhaltung herauszufordern. Ja, und Rundenstrategiespiele sind, wie gesagt, deswegen für mich persönlich eine ganz enorm tolle Sache, weil sie lassen mir als Spieler, als Agitator genügend Zeit, meine Züge, die ich einzeln planen muss, gut auszuwählen. Strategische Planung finde ich also immer persönlich eine tolle Sache. Gefällt mir auch in Elite gut und habt ihr ja schon oft dort genießen dürfen. Und hier gibt es nun diese Kollektion mit all ihren Spielen, und da sind etliche nachher noch erschienen. Erweiterungen, diverses, eine wahnsinnige Flut von Zeug. Ich schalte dazu mal um, denn auch auf Steam kann man das komplett erwerben. Dazu gehören, da könnt ihr euch ja diese Dinger mal durchlesen, insgesamt, wie ihr seht hier unten, die sich alle in meiner Bibliothek befinden, 11 Teile insgesamt. Aber Steam möchte selbst dafür insgesamt, wenn ihr das mal zusammenrechnet, ich habe es für euch schon mal gemacht, knapp 200 Euro haben. Ist der Wahnsinn. Gut, es beinhaltet etliche Spiele, wirklich Komplettspiele. Angefangen hier oben bei Enemy Unknown, das, was ich mit euch jetzt als nächstes mal angehen werde, aber das wird mit Sicherheit nicht das letzte bleiben. Ganz im Gegenteil, es ist der Einstieg einer hoffentlich langen, langen Reihe, die sich mit diesem tollen, runden Strategiespiel auseinandersetzt. Enemy Within war der Nachfolger, das erste Add-on mit diversen Erweiterungen dazu. Dann gab es irgendwann mal eine Erweiterung zusätzlicher Natur, die ich auch gleich mit euch zusammen mitspielen werde. Die kenne ich selber noch nicht, denn ich habe selber aus der gesamten Reihe bisher nur einmal Enemy Unknown, und das war es, als rauskam, im Jahre 2012 gespielt. Und ich weiß noch genau, wie mich dieses Spiel an den Computer gefesselt hat. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Es war zu spannend. Ihr werdet es ja hoffentlich erleben. Allerdings muss ich dazu sagen, und insoweit könnte das ein durchaus spannendes Let's Play auch für euch werden, auch wenn ihr es vielleicht nicht selber komplett mitspielt, sondern eher einfach nur mir zuschauen wollt oder mir Ratschläge geben wollt oder was auch immer. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Ja, und das wäre wirklich toll, fände ich schön, wenn ihr euch in den Kommentaren da unten dann unter meinen Videos austobt. Denn ihr wisst es vielleicht aus Elite, ich versuche jeden einzelnen Beitrag persönlich auch zu kommentieren und meinen persönlichen Senf dazu zu geben. Ansonsten immer gerne auch Diskussionen, finde ich eine tolle Sache.
Und ich denke, hier ist eine Menge Spielraum drin, wo wir gemeinsam als Community da Spaß haben können. Unter anderem, das biete ich jetzt schon mal an, so als Idee, werdet ihr ja sehen, wenn wir unseren Trupp nachher, den wir befehligen, anfänglich 4 Soldaten, später in der besseren Ausbaustufe im Verlauf des Spieles werden es dann hoffentlich jedenfalls 6 Kameraden werden, die alle unterschiedliche Nationalitäten haben und zusätzlich auch noch Namen bekommen können, die ich persönlich vergeben darf. Jeder Soldat bekommt nach einer gewissen Aufstiegsbereich dann auch einen Spitznamen verpasst, vom Programm natürlich vorgegeben, den ich auch verändern kann. Und da würde ich anbieten, wenn ihr euch persönlich dort mit einbringen wollt, vergebe ich gerne als Spitznamen dann später, wenn die Soldaten sich etwas bewährt haben, Namen, die ihr mir vorschlagen könnt. Ich habe in vielen Videos gesehen, dass das dort sehr gut angekommen ist und möchte ich gleich von Anfang an zur Disposition stellen. Ja, und wie gesagt, schaut euch mal hier an. Die gesamte Collection gibt es für 4,49 € als Steam Keys. Und ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ihr könnt es wirklich kaufen und kaufen. Das ist alles mit drin, was Spaß macht. Und insoweit, hier gibt es auch ein tolles Video und das möchte ich euch so als Einstieg gerne mal mit zeigen. Schaut es euch an, das dürft ihr alles erwarten in Zukunft. Peggy 16. The world you once knew is no more. Earth is now ruled by the Advent Coalition and their alien masters. For decades, we have operated in the shadows. Now that we have recovered our greatest weapon, the time has come to reclaim our world. You must wage war on the enemy from your new mobile command center. This commandeered alien vessel will serve as your new base of operations. Though we have acquired new weaponry and operatives, the battlefield is more dangerous. The enemy has grown far more deadly. You must rebuild the XCOM project, expose the aliens' true agenda, and renew humanity's will to fight. Ja, der Wahnsinn, gell? Da ist man wirklich vollkommen geplättet. Also mir ging das jedenfalls so. Die gesamte Collection, das, was ihr gerade gesehen habt, bezog sich natürlich auf das zweite Teilstück, XCOM 2, mit seinen zusätzlichen Erweiterungen. Und da dürft ihr euch natürlich dann auch auf entsprechende Let's Plays von mir freuen. Bevor es losgeht, eine letzte kleine Information, die könnte interessant sein. Schaut euch ruhig mal bei Wikipedia um. Da gibt es interessante Hintergrundinformationen zu dem Spiel. Ich kenne es, wie gesagt, sogar noch hier als diese Fassung. Denn ich bin ja ein alter Spieler und ja, meine Karriere habe ich tatsächlich auf dem C64 begonnen und dort kistenweise mit Disketten voll gehabt. Später dann der Amiga, mit dem ich mich dann auch anderweitig selbstständig gemacht habe als Hardware-Entwickler und Produzent von interessanten, spannenden Geräten, die damals gebraucht wurden. Als ich dann im Jahre 2012 den Nachfolger Enemy Unknown für den PC gesehen habe, konnte ich natürlich nicht widerstehen und musste es sofort kaufen und spielen. Und ich fand es, wie gesagt, super toll.
Neben den ganzen vielen Erweiterungen, die ich euch ja schon vorgestellt habe, gibt es darüber hinaus auch eine interessante Community, die einen wirklich super Mod zusätzlich herausgebracht hat. Wenn man also in den unterschiedlichen Spielstufen, die wahnsinnig herausfordernd sind, das kann ich schon mal versprechen jedenfalls, es gehört wirklich zu den besten Strategiespielen, die ich kenne, die auch wirklich einen extrem hohen Herausforderungsgrad haben. Aber für alle Dauerspieler, sage ich mal so, gibt es einen Mod, der heißt Long War. Den gibt es sowohl für XCOM Enemy Unknown bzw. dem Nachfolger, was ähnlich geartet ist wie das Unknown, nur mit weiteren ergänzenden Dingen versehen wurde, als Spezialfassung. Und die ist wirklich gelungen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe sie mal irgendwann mal probiert, habe es dann aber aus Zeitgründen leider nicht mehr weiterspielen können. Ich weiß aber, dass die wirklich empfehlenswert ist für Experten, die also wirklich eine absolute Herausforderung suchen. Und da gibt es dann auch zusätzlich in dieser Long War-Fassung für XCOM 2 eine Erweiterung. Auch die kann man sich hier angucken. Es ist wirklich toll gemacht, auch diese Seite dazu mit den ganzen Informationen. Das macht wirklich Laune und Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und nun wollen wir mal loslegen. Wir fangen natürlich vorne an mit XCOM Enemy Unknown. Und los geht's. Und schon sind wir im Hauptmenü. Wirklich, man muss immer dabei berücksichtigen, sage ich gleich dazu, es ist ein Spiel aus dem Jahre 2012. Die Grafik ist natürlich nicht mehr auf dem Stand der heutigen Dinge, aber dafür gibt es dieses Spiel auf allen Plattformen. Man kann es, glaube ich, sogar als Android-App im Play Store bekommen. Funktioniert, glaube ich, ganz gut und es braucht keine wahnsinnig herausfordernde Hardware. Die Grafik ist trotzdem so ansprechend, dass es dem Spiel als solches überhaupt nichts abtut. Ganz im Gegenteil, es tritt ohnehin im Hintergrund. Und die Grafiken, die sie gebracht haben, werdet ihr gleich sehen, die sind nach wie vor, finde ich, sehr gelungen und wirklich toll gemacht. Auch die ganze Bedienung ist sehr, sehr einfach zu lernen und wir gehen natürlich gemeinsam auch das Tutorial durch. Dort bekommt man spieltechnisch eine schöne Einleitung, A in die Geschichte und B auch in die Steuerung. Und alles andere, kennt ihr ja von mir inzwischen, werde ich dann im Laufe des Spiels, wenn wir an der Stelle sind, weiter erläutern und dann später einfach nur mit euch gemeinsam spielen. So, wir haben hier den Einzelspielermodus. Den Mehrspielermodus, den kenne ich nicht, habe ich noch nie gespielt. Wir können Spielstände laden, die wir speichern können. Und wir haben natürlich Optionen und die gucken wir uns mal an. Die sind nämlich sehr überschaubar. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Der Audiobereich, 4 Teile, das habe ich jetzt mal speziell so ein bisschen eingestellt. Hoffe ich jedenfalls, dass es passt für euch, dass sowohl meine Kommentatorstimme als auch das Spielgeschehen mit seinem wirklich gelungenen Sound finde ich echt toll, wie sie das gemacht haben. Man beachte ja immer, dass es schon eigentlich 13 Jahre alt ist. Dann haben wir hier einmal das Spiel als solches. Da kann man ein paar Optionen einstellen, Aktionskamera zeigen und so weiter. Ich lasse das alles mal so, wie es da steht. Abgehakt. Interface finde ich sehr gut gelungen. Für den PC braucht man eine Maus und die Tastatur. Dann ist man eigentlich glücklich. Und kann die entsprechend hier noch anpassen. Ja, bei Video ist auch nicht gerade viel Vollbild. Und die Einstellungen, die man hier so braucht, bei der Grafik, habe ich alles auf Maximum gestellt. Dann sind wir doch schon fertig. Dann können wir das beenden und gehen mal in den Einzelspielermodus und stellen uns das Ganze mal ein. Es gibt 4 grundsätzlich hier vorwählbare Schwierigkeitsgrade. Der von mir schon erwähnte Mod Long War würde einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad ergeben. Der ist sozusagen zu empfehlen, wenn man es geschafft hat, hier im Originalspiel den Spielbereich unmöglich für sich als durchaus machbar abzuhaken. Dem kann ich dann den Long War echt empfehlen. Also leicht ist klar, das wäre für Spieler, die mit Taktik spielen, überhaupt oder speziell auch mit XCOM noch gar keine Erfahrung haben. Na gut, das trifft für mich jetzt nicht zu und wäre auch irgendwie nicht so eine richtige Herausforderung. Deswegen denke ich mir, so für den Anfang und auch für euch, wenn ihr das schon lange nicht mehr gespielt habt und einen neuen Einstieg sucht
oder überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür bekommen wollt, würde ich mal normal empfehlen. Klassisch ist eine echte Herausforderung, nämlich eine extreme. Das heißt schon einiges hier in dem Spiel und das auch eigentlich nur für erfahrene XCOM-Spieler. Naja, das können wir uns ja dann mal aufheben für einen späteren, nochmaligen Run zum Beispiel, den ich dann vielleicht mal mit der Erweiterung Enemy Within mache als nächstes. Weil da gibt es ja weitere zusätzliche Aufgaben zu erfüllen und andere Spielelemente. Deswegen fangen wir erstmal mit normal an. Dann gibt es hier, das nennt sich hier zweite Welle. Wenn man also dieses Spiel als solches nochmal spielen möchte, nachdem man es einmal durch hat, so eine Runde, dann kann man hier noch verschiedene Sachen wählen. Zum Beispiel Schadensroulette, Waffen haben dann mehr mögliche Schadensarten, New Economy, Zuschüsse werden anders verteilt und so weiter. Das kann man dann zusätzlich hier noch als verstärkten Schwierigkeitsgrad vorwählen. Bei anderen Spielen, späteren Spielen, ich glaube schon angefangen bei Enemy Within und auf jeden Fall dann später auch die anderen Reihen, die haben da in dem Bereich noch eine größere, wesentlich diffiziertere Auswahlmöglichkeit. Ja, und dann haben wir noch die fortgeschrittenen Optionen, in dem Falle relativ einfach. Da wäre einmal der Iron Man zu sagen. Das ist eine besondere Spielart, die also nur mit einem einzigen Spielstand auskommt, der zwar automatisch aktualisiert wird, während man im Spiel voranschreitet, aber im Ironman-Modus bleiben deine Entscheidungen und die Konsequenzen eben bestehen. Will heißen, man kann es nicht abspeichern zwischenzeitlich. Das ist ein Modus, den werde ich jetzt freiwillig wählen, aber da ich ja vielleicht eventuell mal Pech habe, werde ich natürlich nach jeder Aufnahmesession mit euch gemeinsam im Let's Play dort mir einen Speicherpunkt setzen für den Fall der Fälle. Es könnte ja sein, dass vielleicht mal irgendwas ausfällt, dann kann ich ihn wenigstens dahingehend immer wieder zurücksetzen. Werde aber während des Spieles mir keine Möglichkeit geben, es abzuspeichern. Will heißen, ich spiele den Iron Man faktisch mit euch im Let's Play. Das Tutorial mache ich jetzt einmalig an. Bei Enemy Within verspreche ich euch, lassen wir es weg und steigen sofort ein. Hat auch Vorteile, die werdet ihr dann im Rahmen des Spiels auch sehen, warum es sinnvoll ist, wenn man tatsächlich auch einsteigt, als normal das Tutorial nicht abzuhaken. Ihr könnt es euch ja gerne mit mir im Let's Play angucken, dann wisst ihr, was euch erwartet und könnt es gleich weglassen beim eigenen Spielen. Macht Sinn. So, das nehmen wir jetzt einfach mal an und los geht's. Zwei Möglichkeiten existieren. Entweder sind wir alleine im Universum oder nicht. Beides ist, ja, so eine Sache, ne? Oh weia. Das sieht nicht gut aus. Aber typisch, ne, für die Menschen der damaligen Zeit, 2015. Neugierig ist man ja trotzdem. Was ist das? Naja, das kommt davon, wenn man seine Finger wo reinsteckt, wo man sie nicht reinstecken soll. Und nun aber los, ne? Das war wohl der Anfang. Und ich hatte recht, beziehungsweise die Experten. Im Elite Dangerous Odyssey-Universum. Grün ist die Farbe der Targoiden. Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Jawohl, werde ich mir zu Herzen nehmen. Viel Glück, Commander. Danke. Willkommen
im XCOM Enemy Unknown Headquarter. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Das war Central Officer Commander Bradford. Mit dem werden wir es noch des Öfteren zu tun bekommen. Ja, und wir sind auch schon im Sky Ranger unterwegs. Hier links und rechts seht ihr unsere aktuelle Truppe. Und ich als im Hintergrund sitzender Commander schaue jetzt eigentlich mal nur zu, wie Central Officer Bradford diese Truppe leitet. Denn das ist für mich sozusagen eine Art Tutorial, um zu gucken, wie ich mich dann selber als Befehlshaber schlage. Die Vorgehensweise ist eigentlich immer so, dass man hier in diesem Bereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, gleich eine strategische, taktische Schlacht auf dem Schlachtfeld auf einer Karte ausüben werden. Und hier bekommen wir die Einsatzbesprechung. Unbekannte Flugobjekte als intelligent eingestuft, möglicherweise außerirdischen Ursprungs. Unerklärliche Vorkommnisse an der Einschlagstelle. Deutsche Einheit FSLK 200 als vermisst gemeldet. Einsatzziele. Beurteilen Sie die Lage an der Einschlagstelle. Finden Sie dann den deutschen Spähtrupp. Und untersuchen Sie die außerirdischen Objekte. Ort: Berlin, Deutschland. Name der Operation: Teuflischer Mond. Und hier finden wir immer interessante, tolle Tipps, die man sich auf jeden Fall mal durchlesen sollte, wenn man noch nicht so firm ist. Zum Beispiel: Versuche immer, den Gegner von der Seite zu erwischen. Flankieren nennt sich diese Technik. Du triffst sie dann leichter und hast bessere Chancen auf einen kritischen Treffer. Und der ist wichtig. Alles klar, Jungs? Dann geht's los. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Da kommt er an, der Sky Ranger. Sieht er nicht aus wie eine DBX? Deswegen sollte ich nämlich auch 6 Plätze da einbauen, damit wir 6 Soldaten und Soldatinnen, die gibt es nämlich auch, mitnehmen können. Unser Squad. Noch sind sie absolute No-Names, Rekruten, ohne Ausbildung. Central. Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Aha. Delta One ist also der Name unseres Squads. Und in dem Tutorial bekommt er natürlich hier oben schön angezeigt, was er als nächstes machen sollt und auch eine entsprechende Anweisung. Nun, unser Mann, der direkt schon gewählt ist, immer durch einen solchen Kreis gekennzeichnet. Und sobald eine Figur angewählt wurde, das kann man mit der linken Maustaste eben machen, kann man sich in einem bestimmten Radius bewegen. Jede Figur besitzt insgesamt 2 Aktionen pro Zug. Da es sich um ein Rundenstrategiespiel handelt, ist der Aufbau so, dass man zunächst mal alle seine einzelnen Spieler anwählen und ihnen Befehle geben kann, etwas zu tun. Und dann kann man diese Befehle in 2 Teile gliedern.
in die erste Aktion und in die zweite Aktion. Zunächst mal möchte das Tutorial nun von uns, dass wir uns hier hinbewegen und einmal laufen. Das machen wir nun. Können wir also mit der Maus uns hier auf diesen Feldern bewegen. Und hier haben wir ja eine Anzeige. Und auch dieses kleine Schildchen, was man da sieht, bezieht sich auf die Form der Deckung. Mit der rechten Maustaste lösen wir nun die erste Aktion für unsere angewählte Figur aus. Und tun mal das, was uns der Herr da oben vorschreibt. Jetzt seht ihr hier, ein Soldat kann bis zu zweimal pro Runde sich bewegen. Jetzt waren wir ja in dem inneren blauen Kreis. Das gibt also immer genau die Markierung an, in welchem Radius von dem Punkt ausgerechnet, wo er sich gerade befindet, er sich mit einer Aktion hinbewegen kann. Dann bleibt ihm für den weiteren Verlauf des Zuges eine weitere Aktion. Man könnte noch ein Stück weiterlaufen. Das ist das, was uns das Tutorial jetzt gleich erzählt. Und man kann die Anzahl der verbleibenden Bewegungen hier an der Einheitenfahne des jeweiligen Spielers sehen. Hier unten, diese beiden geben also an, wie viele Aktionen man insgesamt noch machen kann mit der Figur, beziehungsweise schon gemacht hat. Okay. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Alles klar, das wäre also jetzt die zweite Aktion. Dann bewegen wir uns jetzt zu dem größeren Umkreis, dem gelben Feld. Das wäre praktisch ein Laufen in zwei jetzt Schritten. Jetzt du, los zu den Trümmern. So, okay, dann machen wir das. Eine Aktion. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Genau. So, und das sieht man, wenn man sich auf diesen Platz hier bewegt, das Schild, was das anzeigt, wenn es so gefüllt ist, dann bedeutet das volle Deckung, während andere Schilder, müssen wir mal gucken, hier zum Beispiel, können wir auch gucken, hinter dem Auto als Beispiel, da ist ein halbes Schild, das ist also nur eine halbe Deckung. Dementsprechend ist der Wert, wenn man angegriffen wird, verändert. Er möchte jetzt also, dass wir in die volle Deckung gehen. Machen wir. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Okay, auch du machst erst eine Aktion. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger, weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Alles klar, machen wir. Dann gehen wir dahin. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von Ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Okay, das heißt also, hier soll ich nun direkt von da hinten nach hier mich bewegen. Und da seht ihr unten an der Maus, gibt es eine Info, dass diese Aktion speziell Spurten heißt. Und wenn man spurtet, dann verbraucht man beide Aktionspunkte auf einmal. Dafür kann man aber auch schnell an diese Position rennen. So, machen wir das mal. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Das haben wir auch gehört. Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Jawohl, machen wir. So, ein Soldat kann über große Entfernungen spurten, hatte ich euch ja schon gesagt. Das verbraucht dann beide Bewegungen und beendet gleichzeitig seinen Zug. Haben wir schon festgestellt. Nun sollen wir als nächstes mit ihm hier laufen. Übrigens, der Name des jeweiligen Spielers, wenn er angewählt ist, kann hier unten immer gesehen werden. Hier vorne gibt es dann auch ein Abzeichen. Daran kann man den entsprechenden Grad, in dem er unterwegs ist, ablesen. Das ist nicht ganz so einfach. Muss man sich vielleicht mal so ein Zettelchen machen, dann kann man das auf Anhieb sofort erkennen, welche Befähigung er hat. So, und jetzt sollen wir also mit ihm, wenn ich das richtig sehe, direkt hier hinspurten. Also keinen Zwischenschritt, das heißt, er beendet sofort seinen Zug. Na gut, dann machen wir das. Der nächste ist Jesus Lopez. Der soll auch spurten. Das heißt, das ist zwar jetzt nur ein kleinerer Weg. Nein, er soll nicht spurten, denn das befindet sich noch innerhalb der
blauen Zone wäre also nur der erste Zug, okay? Central, hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Aha, er hat also etwas entdeckt. Die Karte kann man übrigens scrollen, nur mal so am Rande, indem man mit der Maus oben, unten, links oder rechts an den Rand geht. Genauso kann man es aber auch mit der Tastatur machen, wie man das so aus diesen Shootern kennt. Mit W, A, D und S kann man das auch bewegen. Später kann man die auch noch drehen, das kriegen wir dann im Tutorial gleich gezeigt. So, er soll also jetzt, nachdem er seinen ersten Zug, den Teilzug gemacht hat, sich im zweiten Schritt hierhin bewegen, auch in volle Deckung. Dann mach das. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spätrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Tja. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Stimmt. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Aye, aye, Sir. Okay, also, da du ja nochmal laufen kannst, kannst du ja jetzt direkt hier zu dem Objekt hinspurten. Allerdings kannst du dann nichts mehr machen, stehst aber in voller Deckung, wie wir sehen. Dann mach das. Okay. Ich bin ja noch nicht verantwortlich. Soldat, was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Okay. Du sollst also zu dem, interessant, noch grüne Polizei. Daran könnt ihr wirklich ablesen, wie alt das Spiel ist. Aber das spielt keine Rolle. Okay, du sollst auch hier hinspurten. Mach mal. Okay, Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Aha. Da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Interessant. Du sollst also jetzt hier hinrennen. Genau, da hast du volle Deckung zwischen den beiden Fenstern. Und da kannst du auch noch nachher was machen. Alles klar, mach das. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Okay. Da stehst du aber nur in halber Deckung. Na ja, mach mal. Ui. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Auch nicht schlecht. Der rennt mal eben einfach hier durchs Fenster. Das ist gut zu wissen, dass das funktioniert. Ne? Fenster sind also kein Hindernis, da kann man durchlaufen. Macht aber, wie ihr seht, eine Menge Krach. So, und nun soll jetzt er hier laufen. Okay. Kommt da also direkt hin im Spurt. Und sobald er ein Ziel mit der Maus angewählt hat, dann bildet sich hier so eine Linie, wie ihr seht. Ich versuch's nochmal aus der Entfernung. Die führt von der Figur zum angewählten Ort hin und zeigt euch an, wie der Verlauf der Figur wäre. Also in dem Fall, seht ihr, wird er durch die Tür rennen. Zack, machen wir. Ui. Und du sollst hier hinrennen. Ebenfalls durch die Tür. Mach mal, die ist aber schon offen. Oh oh. Hilfe. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, aha. Versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Ja, mach mal. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Mir auch nicht. Aber ich bin ja nur Zuschauer im Moment und kommentiere. Ich habe ja noch keine Befehlsgewalt. Okay, Bradford, du meinst also, er sollte jetzt mal hier hinspurten. Okay, dann mach das. Bin mal gespannt. So, Lopez. Lopez soll hier hin. Ja, da stehst du zumindest in voller Deckung, aber musst auch spurten, okay. Nakano, wie auch immer man dich nennen möchte. Du sollst also auf jeden Fall, du sollst auch spurten.
Und zwar in halbe Deckung. Warum das? Hier wärst du doch zumindest in voller Deckung. Würde ich anders machen, aber okay, ich kann ja nur lernen. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Ich soll reingehen und entwaffnen. Und das soll ich machen, indem ich hierhin spurte und eigentlich nichts mehr machen kann. Weil dann habe ich ja nach der Logik meine beiden Aktionen, die ich pro Spieler habe, in dem Zug schon verbraucht. Aber okay. Ja, mach mal langsam. Hast du recht. Oh, Handgranate. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, gib mal Licht. Komm, mal gucken, wer ist denn das? Oh Gott. Oh wei. Oh oh. Verdammt, was ist da los? Der hat glatt schon einen gekillt. Rekrut Smirnov. Oh, boah, ey. Delta 1 ist am Boden. Alter Schwede. Wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Boah. Was war denn das jetzt? Okay, ich muss erst mal gucken. Also, Jesus Lopez soll da hingehen. Ja, Ach, dahin. Okay. Der ballert als weiter. Was bedeutet das? Der hat scheinbar echt viel Munition. Aber okay, mach mal. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch mal uns wehren, ne? So, jetzt soll ich also die Eingabetaste drücken, um den taktischen Kampf zu öffnen, oder linksklicken, um auf die gewünschte Aktion zu drücken. Alles klar, jetzt habe ich also hier unten eine weitere Anzeige. Und dort kann ich pro Spieler auch sehr unterschiedliche Aktionen wählen. Das wird nachher sehr spannend, da wir auch unterschiedliche Soldatentypen haben. Aber das greife ich jetzt einfach mal vorweg. Wir sollen jetzt mal hier auf Feuer drücken. Machen wir. Und dann schwenkt die Engine um auf 3D-Ansicht. Das ist natürlich gut für die taktische Planung. Zeigt das Ziel hier an. Und hier unten bekommt man auch eine Anzeige. Wenn der Gegner als Ziel anvisiert werden kann, bekommt man hier unten diesen Alien-Kopf gezeigt und der hat zwei Farben, rot und gelb. Gelb ist besonders gut, das bedeutet, dass man den Gegner flankiert hat, also wie im Tipp vorhin zu lesen, von der Seite. Damit erhöht man die Trefferchance, die man hier ablesen kann, und zeigt auch gleichzeitig an, wie hoch der kritische Schaden wäre bei einem Treffer. Zusätzlich bekommt man die Information, wie viel Schaden man bei dem Gegner auslösen kann. Hier oben sieht man die Lebenspunkte, das sind diese drei Teile hier. Und jeder ist ein Trefferpunkt. Und wenn hier nun zum Beispiel steht, mit der gewählten Waffe, die man hier unten sieht, jeder hat übrigens zwei verschiedene Waffen, auch eine sekundäre Waffe, kann man aber jetzt im Tutorial noch nicht anwählen, ändert sich das. So, machen wir einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Jawoll! Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Ja, du kannst jetzt da raus. Okay. Die Figur, die also bisher hier unter Feuer gehalten wurde, niedergehalten wurde, wie sich das hier in dem Fachjargon bei XCOM darstellt, kann nun verändert werden. Gleichermaßen müssen wir jetzt mal hier einen neuen Platz uns suchen. Bradford meint, du sollst hier hin. Ja, na gut, dann mach das. Okay. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Aha. Da sie ja jetzt nun einen kleineren Bewegungszug nur gemacht hat, der also innerhalb der blauen Umrandung blieb, hat sie nun eben die zweite Aktionsmöglichkeit nach der Bewegung, genauso wie bei ihm, wo er mit seiner Waffe geschossen hat, eine andere Aktion auszulösen. Das Alien
Der Gegner steht hier. Sie sieht ihn von hier aus auch erkennbar an dem, in dem Falle, roten Alien-Punkt. Wir können ihn aber leider im Tutorial jetzt nicht anwählen. Er möchte, dass wir die Granate wählen. Die finden wir hier unten in der Liste. Klicken wir mal drauf. Und sobald das ausgewählt wurde, kann man nun, das ist teilweise ein bisschen knifflig, weil die Steuerung ja mit der Maus am Rand des Bildschirms eben wandert, hier in einem gewissen Radius. Das muss man ausprobieren. Ich empfehle da, die Steuerung über die Tastatur vorzunehmen, dass man mit der Maus hier genügend Platz hat. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Man muss also den Gegner, den man treffen will, auf jeden Fall innerhalb dieses Kugelradius haben. Ansonsten wird er nicht getroffen. Die Splittergranate hat insoweit einen großen Vorteil gegenüber den normalen Schusswaffen, dass wenn sie geworfen wird und der Gegner innerhalb dieses Ranges sitzt, dass man ihm auch garantiert den Schaden von 3 Trefferpunkten zuordnen kann. Das ist also dann gesichert. Bei dem anderen gibt es halt Wahrscheinlichkeiten. Und sobald da mehrere Aliens in einem solchen Kreis sich aufhalten, dann werden sie alle gemeinsam um diese Trefferpunkte reduziert. Das ist also sehr schön. Auf der anderen Seite zerstört man aber auch umliegendes Material und Deckungen. Bei Autos zum Beispiel eine ganz schwierige Sache, denn im nächsten Zug explodieren die dann. So, jetzt schmeißen wir mal die Granate hier hin, wie unser Bradford es meint. Legen wir also hier den Kreis mit der Maus ab und drücken dann einmal die linke Maustaste und ja, schmeiß mal. Patsch! Bereit machen für Ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta V, da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Ah ja. Verdammt. Oh Gott. Jetzt liegt's an dir, Delta II. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Ja, Bradford, dürfte ich mal von hinten anmerken, dass deine Strategie bisher zu, kannst mich korrigieren, 3 Toten geführt hat und wir jetzt alleine hier unterwegs sind. Und gut, wir haben jetzt auch nur noch wahrscheinlich einen Gegner, aber 3 Leute haben wir jetzt verloren. Das fand ich jetzt mal nicht so toll, muss ich gestehen. Also, mit Q und E können wir die Karte nun endlich auch drehen. Das finde ich klasse. Und können uns das ganze Geschehen mal vernünftig angucken. Du meinst also, wir sollen uns hier hinstellen. Das ist schon mal eine gute Idee. Da gebe ich dir recht. Da bist du in voller Deckung und gleichzeitig flankieren wir hoffentlich hier unseren Gegner. Und wir sind noch innerhalb der ersten Aktion, was die Bewegung angeht. Ja, dann mach mal. Okay. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Ich könnte ja auch mal meine Granate schmeißen, oder? Könnte ich machen. Ja. Ach nee. Will ich jetzt doch nicht. Um sie wieder abzuwählen, drückt man entweder die Escape-Taste oder einmal mit der rechten Maustaste. Das sollte dann auch gehen, aber ich komme tatsächlich hier nicht raus. Im Tutorial geht es nicht, da will er dann tatsächlich die gewählte Waffe, dass ich die auch benutze. Dann, ja, dann mach doch mal. Will er auch nicht. Tja, habe ich jetzt versaubeutelt, ne? Aber er ist trotzdem tot, wie ihr seht. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Tja. Das, muss ich gestehen, war jetzt nicht unbedingt optimal gelaufen, Herr Bradford. Aber ich hoffe, ich kann's besser machen. Aber das, meine lieben Freunde, mit der eigenen Befehlsgewalt, das kommt dann im nächsten Teil. War schön, dass ihr dabei wart, hat mich gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Commander Admiral Ray Pinscher meldet sich für heute ab. Macht's gut, tschüss!